Immer, aber LBK. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der hat auch zu Miguel Pablo ein Video gemacht. Guck nur mal. Ich wollte, aber ich hab gesehen, Leute haben mich beschworen. Leute, ihr wisst, warum ich nicht darüber reden will. Diese Themen meistens f***en deinen ganzen YouTube-Kanal. Wenn du einmal hier was Falsches sagst... Habub, danke für 5,49. Sag's Safi, Bruder. Ich seh, wenn du Witze über Juden machst. Auch an alle Leute, braucht gar nichts zu schreiben, ich bin selber schwul. Jetzt gucken wir uns das... Video von Miguel Pablo an. Und bevor die ganzen Kauern hier irgendwie was sagen, ja, ich hab sogar seinen Merch an. Ich war der Erste, der es gekauft hat. Jetzt. Digga, Wallah Ehre, Alter. Holy shit, der hat sich richtig abgesichert. Danke für die weitere 2 Euro. Und Marc, danke für die Mitgliedschaft. Deswegen, ich hab Vollmacht. Ich darf reagieren. Ich werde eh noch den Test machen, ob der wirklich Semmel geworden ist oder nicht. Ich werde da hingehen, ich werde den ein bisschen anfassen, gucken, ob der geil wird. Ja, warte, ich zeig euch WhatsApp-Sprachnachricht. Danke, dass du cool aufnimmst, Digga. Da, wo wir uns getroffen haben, Digga, da war das halt noch alles nicht. Ich stehe nicht auf Kanaken, tut mir leid. Fuck! Digga, er hat Korb bekommen. Scheiße, Alter. Das ist einer Spaß. Hier, damit ich sagen kann, ich bin richtig tolerant hier. Viele von euch wissen ja, ich habe früher mal auch Real Talks über Mädchen gemacht. Mein Problem mit Mädchen. Ich habe einfach in letzter Zeit gemerkt, ist das Interesse einfach weniger geworden. Bei mir ist Momo, der nächste Mitglied. Ich küsse deine Ehre. Ist genau das Gleiche. Immer wenn ich mit einem Mädchen was zu tun hatte, Beziehung gescheitert, Affäre gescheitert, da habe ich auch immer diesen Gedanken, ihr Mädchen hat alle Scheiße. Und hab auch schon zu meinen Freunden gesagt, Bruder, wenn du eine Frau wärst, ich hätte jeden Tag mit dir geballert, ich hätte dich geheiratet. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, ich stehe auf Jungs. Und dann immer so, gönnt ihr mein Zug, Bruder. Seid froh, habt ihr mehr Weiber für euch. Oder ihr müsst eigentlich sagen, danke, Mieke. Wegen dir kann ich mehr Weiber klären für mich. Ist doch korrekt. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt meinen allerersten Freund. Yo! Oh man! Oh man! Wallah fake! fuck, Alter. Die Gottlosigkeit kommt raus. Glaub mich! Das wirkt mir viel zu brüderlich. Das wirkt mir gar nicht so verliebt. Wir wollen also begrüßen, meine Freunde. Auch mit einem Kuss auf Wange sogar. Shadow! Grüß deine Augen, willkommen in die Community, danke fürs Abonnieren. Was schmeckt ich heute? Süßraspel, Mandeln oder irgendwie sowas. Wir haben eher miteinander gequatscht, als irgendwie Zeit mit anderen Mädels zu verbringen. Ja. Wir haben uns ein Glas geteilt, so. Hä? Mach ich mit meinen Freunden auch? Ich verbringe mit meinen Freunden mehr Zeit als mit irgendwelchen Mädchen. Ich teile mir auch mit meinen Freunden die Gläser. Ich schlafe sogar im Urlaub mit manchen Freunden in einem Bett. Ja, also... Es gibt auf meinem alten Handy sehr viele Sprachnachrichten von ABK, die wirklich in eine krass homosexuelle Richtung gehen. Ja. Es gab eine Zeit, da wollten wir zusammen sein. Aber die ist sehr lange her. Über die will ich nicht reden. Ich bin noch immer heartbroken, Alter. Danke für weitere 5 Euro, Bro. Ich glaube, ich bin derjenige, der sich jetzt hier outet gerade, nicht der. Ja, und dann kam halt irgendwann dieser Moment, wo wir einfach mal miteinander geredet haben und wir haben uns halt in der Nacht geküsst, so. Als ob das so plötzlich geht. Okay, ich manchmal, wenn ich vielleicht so Transen sehe, wo ich denke, boah, die sieht irgendwie geil aus. So eine Pöse X, also ich schon im Kopf so, boah, die Transe sieht schon irgendwie ein bisschen geil aus, aber... Fuck, Alter, er hat sie erwähnt, Bruder. Er hat sie erwähnt, jetzt kommen 17 Videos gegen ABK, Alter. Irgendwas anderes sagt mir, nee, Digga. Leute, sind wir das fresheste Paar in Deutschland? Safe. Also das war wirklich so, das war süß. Fällt uns ein Also das war real shit, man. Übel, wie ich die erwische, dass das fake ist. Warum ist nach dem Kuss ein Schnitt? Bestimmt so, wow, du Wichser, du hast durchgezogen und so. Ich dachte, mach's nicht. Ich so, Paar und dann Schnitt? Ja. Ey, Bruder, jetzt müssen wir durchziehen. Warte, wie sollen wir machen? Ey, die haben das mehrmals gedreht. So, ah, du Schmossi, du hast nicht wirklich berührt und so. Nicht. Digga Jonas, danke für 10 Euro. Schulter fassen, so, du weißt gleich. Mach dich schon mal locker so, weißt du, sei nicht so verkrampft wie gestern. Digga, zuerst so ein richtig politisch korrektes Statement von mir gerade gehabt, Alter. Dann kommt er mit dem gottlosen Humor, Alter. Kann sein, dass der wirklich schwul ist, aber ich bin euch ehrlich, ich glaube noch nicht ganz. Weil ich würde mich auch trauen, glaube ich, einen Kollegen von mir auf den Mund zu küssen, wenn ich dafür Geld bekomme. Und Leute, falls ihr mal wirklich so ein Q&A wissen wollt, wo wir das mal näher an euch erklären. Und Fragen, Antwort in der Nacht, Touch My Body Challenge. Der schiebt selber Lachkick darüber. Wie die so tun, so Motto, das trauen sich nur Schwule. Hier, Heikel, bitte, das machen wir jetzt nach. Ich und du, bitte. Ich finde das schon ein bisschen ekel. Ah, ich mach das.
Also ich glaube, Heikel ist sogar ein bisschen homosexuell angehauchter als Miguel nach diesem Schein. Die ist weich, oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Stimme hat sich verändert. Ich glaube, ich bin geworden. Du merkst richtig, der hat so einen Gesichtsausdruck, der ekelt, der hat Angst, dass der Typ den wirklich so, dass der Typ zum Beispiel seine Hose runterzieht. Ohrläppchen. Ja, Mann, ja. Was ist das? Keine Ahnung, weil du in diese Richtung geredet hast. Wenn er jetzt schlau wäre, damit man das nicht merkt, dass die Scheiße labern, hätte er gesagt, ja, weil ich gestern Nacht da reingebissen habe, als ich mit dir gekuschelt habe. Ich und der, wir schaffen es, uns zu outen, dass man das wirklich, wirklich glaubt. Direkt, ohne Zweifel. Ja, natürlich. Ey, hör mal auf, Mann. Ich merk doch schon, was das wird. Komm. Verpiss dich, nein. Warum sagt er jetzt, verpiss dich, nein, meine Jungen? Also ich hätte sofort Jarak in die Hand gelegt, Alter. So. Ja, Schluss! Hä? Voll verraten! Guck, mach das jetzt bei mir? Ja. Ich liebe dich. Aber ich find's nicht schlimm, ich find's cool, Alter. Männer, die sich lieben. Zwei Männer, die über zwei Männer reden. Und beide benutzen Kameras, die wiederum Männer gebaut haben. Es sind schon sechs Männer involviert. Mann. Ey, aber der ist schlau, der Typ. Der macht genau zu Anfang Dezember diese Videos wegen CPM-Wert. Ich hab doch getroffen, Miguel. Der meint doch zu meinem Bruder, Mirko, du hast recht. Du hast ihn vor zwei Jahren als Kirmes-Junkie beleidigt. Heute, der ist wirklich Kirmes-Junkie, der hat wegen genau 50.000 Euro Minus gemacht. Wenn ich meinte, Bruder, hat er den Schnapp gemacht. Dann meinte er, ich meinte, Bruder, dann holt dein Hack auf YouTube wieder. Meinte zu mir, Kanal läuft nicht, Bruder. Jetzt macht er den Semmel-Drip und dann ja, sagt er, Bruder. Mindestens holt er die 50.000 wieder. Babo, ist der Mann. Ich küsse dich auch auf den Mund, Alter. Jeder hat geantwortet, sogar Sprachnach. Okay, ich bin gespannt, Digga. Ich bin gespannt. Du bist meine Lieblings- und Heratschei, meine Lieblings- Nein! Lesbo, dein Schwulen als Freund, das gefällt mir richtig. Würde das jetzt auflösen? Angenommen, es wäre jetzt ein Prank. Ah, der macht das schon. Der wird dann sagen, Leute, das war ein soziales Experiment. Ich wollte gucken, wie ihr damit umgeht. Ich wollte ein Zeichen setzen. Das sind schlau, das sind Influencer. Sag mir, seine Psychose lässt nach, der macht direkt trainiert. Der kommt wieder. Psychosen sind auf jeden Fall ein Vorteil, anstatt ein Nachteil. Okay, also, na, ein lustiges...